Ladungstrennung bekomme ich hin, indem ich das berühmte Katzenfell an einem Plastikstab reibe oder indem ich so einen Van der Graaff-Generator benutze. Ich bin aber Physiker, deshalb benutze ich am liebsten so einen Kasten hier, ein Netzgerät. Damit kann ich diese Luftballons hier oben aufladen. Die sind mit einem ganz dünnen Kupferdraht hier mit diesem Gerät verbunden. Und jetzt schließe ich die mal beide an, beide an dieselbe Spannungsquelle. Sind jetzt beide positiv geladen, wenn ich das Gerät anschalte. Und dann passiert Folgendes. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, deshalb gehen diese beiden Ballons auseinander. Schalte ich mal wieder aus. Jetzt könnte ich natürlich diese Verbindung hier mal entfernen und den einen positiv aufladen und den anderen negativ. Mal schauen, was dann passiert. So, wieder anschalten. Ich warte noch kurz, bis die ausgebaumelt haben. So, an. Ups, und die ziehen sich an, weil sie ja unterschiedliche Ladungen tragen.